Das Fanpost-Video startet diesmal mit drei verschiedenen Gönner-Cheese. Ich glaube, das sind die einzigen drei verschiedenen Sorten, was im Endeffekt drei zu wenig sind. Deswegen werde ich sie mir jetzt zusammen mischen. Jawohl. Kannst du mit einer Hand filmen? Ich kann mit meinem Pullermann filmen. So. Das ist harte Arbeit. Ja, das passt wie perfekt. Als ob dein Magen so groß ist. Also, So. ich meine, der menschliche Magen ist. Junge, das ist wirklich. Das ist ein Gönnergy. Das ist ja echt genau der Magen halt von jedem, der das gesoffen hat. Und Alter. den werde ich mir jetzt gönnen, Digga. Alter, das ist echt massiv, Brudi. Das ist absolut krass. Alter, das schmeckt aber. Das schmeckt perfekt. Ja. Das schmeckt halt wirklich gut. Also. Aber schön kühl. Ich sehe, der Topf beschlägt, weil man genießt den Gönnergy eiskalt. Alter. Eiskalt genießen, Bro. Du bist einfach mega aktiv, Bui. Nur nach dieser massiven, hui, nach dieser massiven Dosis, dann wirst du zum massiven, aktiven Abspritzer. Ich werde dann zum Gönner! Uff. So mal schmeckst du eigentlich nicht, Fotze? Also jetzt ist mir auf jeden Fall schlecht, aber es geht noch weiter. Baba. Okay, ich will es schaffen. Das Geile ist ja, das heutige Fanpost-Auspacken erfolgt bei 26 Grad. Und oh, mir ist wirklich schlecht. Nice. Ja, das war. Aber. Ich habe alle Zeit der Welt, Bitch. Ich will es schaffen. Ich will, dass ihr mir gönnt. Ich will mir selber gönnen. Ich will. Geh ich dir für Magenriss? Jawohl, die Mephi! Du bist auf der Zielgeraden. Okay, jetzt wird's heftig. Nicht nachmachen, wir sind Profis. Ja, Also, es schmeckt geil, aber es ist einfach. Ja. genau wie die Fotze meiner Oma. Meiner Uhrenoma. Scheiße, mir ist wirklich. Nee. Uff. Jetzt machen wir die Schlappkeule. Hey, ich sag dir, komm mal auf mein Dorf, Alter. Wir machen das in 10 Sekunden weg, das Ding, ohne zu jammern. Ich jammer nicht, ich kotze. Ja, das ist. Scheiße. Fuck.
Also Sachin hat gesagt, auf der Fahrt nach München, er schafft es, 10 Gönnergy zu trinken. Ich bin wirklich gespannt. Wer? Der Sachin. Das schafft er auch. 10. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Ja. Okay. Ja, also ich werde mich jetzt nicht abbrechen, aber ich habe echt stark jetzt überlegt. Na, obwohl, es kommt immer schubweise dieses Bedürfnis, es einfach wieder auszukotzen. Fuck. Aber. Du hast eine wichtige und bedeutende Leistung verbracht heute. Also falls du kotzt, wäre das jetzt nicht unbedingt die Stelle. Also Also sollte man sich definitiv einteilen, das habe ich gerade durch dieses Selbstexperiment herausgefunden. Deswegen gönnt euch mit Bedacht. Fazit des Genders. ach, so ein Quatsch. Ihr müsst einfach viel mehr und viel schneller trinken. Ja, ich hatte jetzt hier nur ein Paket an der Arbeitsamt-Packstation. Quatsch, hier Finanzamt. Und der Max hat jetzt ein bisschen mehr. Das Die heißt, Adressen ja, kein Problem, kein brav. Problem. Ja, es wäre einfacher, wenn niemand eine Adresse hätte. Steht hier: Happiness is Unboxing. Da müssen Süßigkeiten drin sein. Auf jeden Fall. Da müssen auf jeden Fall Süßigkeiten drin sein. Ein Geschenk von Crazy Grace. Hi Shender, was Süßes für den süßen Gruß an dein Girl. Hey, heute Abend Equalizer? Equalizer? Im Kino? Den habe ich schon gesehen. Ach, lohnt es sich? Ja. Das wollte ich hören. Also Wenn der wir würde in den Kino gefallen. fahren, wohin hingehen? Ja, nee, das ist nicht schlechter Film. Welchen ich eher gucken wollte, ist eher. Aber den werde ich wahrscheinlich bald auf einem ziemlich geilen Fernseher sehen. Der hier neu rausgekommen ist, The Creator, der soll richtig geil sein. The Creator. So. Alter. Alter, guck dir das an, Mann. Guck dir das an. Das ist ja wirklich. Oh, herrlich. Diese halbgeweihten hinten, Alter. Ey. Ja, das sind sicherlich Fans. Oder? Das Was sind machen Fans die? des Suffs. Ey, die klettern da rüber. Junge. Ach, die schmuggeln den Suff in ihr Zimmer im Hotel, Ach so. damit die durch die Lobby gehen wollen. Aha. Absolute Ehrenmänner. Ah, das ist ja. Junge. Ja, das nächste Level, wirklich. Geil. Wir haben euch ertappt. Ich dachte, die wollen das Finanzamt besprühen. Guten Suff, Bitches. Junge. So, wir sind jetzt hier an der neuen Packstation. Komm und träum mit mir den Mitternachtstraum. So. Okay, ja, mal größtenteils nur Scheiße. Obwohl. Lol. Was zum Teufel? Lol. Was sind das? Alter, diese Schuhe, die sind geil. Oh, Junge. Ihr seid ja ein perfekter Gönner. Ich hab's dir jetzt aber nie geschickt, ich schwör auf alles, aber ja. Nicht. Oh, eine Tastatur, ich hoffe, die geht noch. Was ist denn los? Oh, Junge. Naja. Kannst du behalten? Nee, ich habe nur vier. Erfreue dich dran. So. Iso-Way. Iso-Way. Kannst du das mal öffnen, bitte? Wie denn? Mehr erinnern. Was denn? Warte mal. Scheiße, wo ist das Cuttermesser hin? Ja, hier. Ja, hier. Ja. So.
Dann, hier ist ein Haufen krasser Scheiß. Okay. Jetzt, Mann, lass mich verkrüppelt! Lass mich verkrüppelt! Mann! Hey, ja. Aber jetzt kann ich noch laufen im Gegensatz zu dem Mann. Ist das ein Duschvorhang? Also, es ist Winterpflaumen mit Zimtkonfitüre. Ja, gerne. Nee, nicht ganz so laut. Alter, was ist denn hier drinne? Junge, geil! Alter! Was ist das? Combo-Pack. Okay. Könntest du mal gucken, dass du die Pakete hier geöffnet kriegst? Ich will mal gucken. Ich mach derweil mal die anderen. Du hast mich verkrüppelt! Und träum den Mitternachtstraum. Das ist wirklich ein Telefon. Geil! Lieber King Schenderfick, wie ein gut Zuschauer aus mit meiner Drecksbude, glorisch, die kommt den ganzen Abfall, jawohl, nutzloser Müll, dir zu schicken, Ramsch, Papierschnipsel, Ebay-Stellung, Polstermaterial, jeder generierten Bürgerbeziehende Primatenzuschauer, schreibe ich auch dir diese Zeilen, um meine lange Treue zu bekunden. Ey, als Dank für die übersende ich dir Haufen Müll, viel Spaß, jawohl. Was ist... Alter Bruder, die gibt's nicht mehr. Die gibt's einfach nicht mehr. Die gibt's einfach nicht mehr. So. Alter, jetzt hätte ich mich ja fast geschnitten, Junge. Alter. Das wäre ja ungeheuerlich, wenn du hier mit schnell ging. So. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen Angst. Ich habe Max heute aus mit dem Cuttermesser geschnitten. Ja, auszusehen, ja. Daumen. Jawohl, na vielen Dank für den geilen Scheiß, Mann. Also Müll ist es definitiv näher. Alter. Jawohl. So, ne, wir stehen jetzt massiv unter Zeitdruck, deswegen bin ich ja gerade etwas hektisch zugange. Und stand dieser Feature-Text. Sehr geehrter Herr Schender, herzlich musste ich meine Thymian beenden. Ich denke, dass meine Restbestände aufgehoben sind. Alter. Karriere, irgendwas mit Karriere, scheiße, jetzt habe ich das. Konnte ich nicht ansehen, wie der diesjährigen Flohmarkt Ersatz. Dank dir habe ich meine Liebe zum Pfeffi gefunden. Ah, was ist denn dank mir? Ihr müsst den Pfeffi hassen. So. Alter. Ah, Junge. So. Das? Junge, ich hoffe, es ist Nasenspray. Ich schnüffle Gas. Ja, alles klar. Gut. Geil. Naja, da passt es doch. Okay, haben wir jetzt noch ein Paket? Na dort. Ja. So, ja. Das ist so geil. Ah, hier haben wir noch eins. Hier, achso, Elektroartikel, okay. Jawohl! Alter! Feinstes Bier!
Oi, Seko, Junge, einfach Prosecco, Proteincreme. Die werde ich exen, Mann. Alter, hier sind wirklich feinste Lebensmittel. Sehr gerne in Fotzrü, schon sehr gerne, sehr künstlerisch anspruchsvoll. Dass ein Moment der Frohsinn, dass er flüssige Nahrung. Hey, hey! Geil. Bruder! So. Geil, Mann. Alter, das ist ja was zum Leuchten. Ich lasse es mir schmecken. Geil. Ja, in kürzester Zeit ist das absolute Chaos ausgebrochen. Wir freuen uns, euch auf den Oktoberfest zu sehen. Wir sind dieses Wochenende da. Kommt vorbei, Brüdern und Schwestern und Transen. Und wieder einmal hat der Briefkastenattentäter zugeschlagen. Irgendeine fremde Person, die es gut mit mir meint und ja, mir Amazon-Gutscheine und feinste Spezialitäten reinschiebt. Und naja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ganz genau. Filmen, wie ich das auspacke. Und dann gucken wir uns mal diese Trüffelpralinen an. Und ja, dann freuen wir uns mal alle gemeinsam. Ja, dass dem Schänder hier eine Wohltat gewährt wurde. Ja, ja, ja. So, das sind wir. Ja, ich probiere einfach mal. Ja, irgendwie. Nee, eigentlich geht's. Aber wenn der Kern so flüssig ist, denke ich erstmal, dass es irgendwas Ekliges. Das hat was mit einem Kindheitstrauma zu tun, ist aber es. Ja. Na egal. Fuck. Da war irgendwas säuerlich, alkoholisch. Oh. Junge, ich finde Pralinen teilweise richtig gruselig. Man weiß einfach nicht, was drin ist. Ey, Alter. Schokolade mit Alkohol ist für mich wirklich der Horror auf Erden, weil. Hey, nee, da bin ich überhaupt kein Freund davon. Aber. Ich muss es halt trotzdem essen, weil ich fühle mich gezwungen. Ja, die gehen. Die sind geil. Naja. Dann halt noch dieses Ingwerstäbchen. Nee, Leute. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die haben sowas hergestellt. Die haben sich gedacht, wir machen jetzt eine Süßigkeit, die einfach mal scharf ist. Und wir nennen es Ingwerstäbchen. Ja, handgefertigt, gezuckert. Ja, eine scharfe Süßigkeit und dann eine alkoholisch-säuerliche Süßigkeit. Ja, die werden sich schon dabei was gedacht haben. Ich weiß bloß nie was. Ich weiß wirklich nie was. Was haben die sich dabei gedacht? Das ist hier die Frage aller Fragen. Was haben diese Leute sich dabei gedacht? Und ich sage euch eins. Ich denke, die haben sich gar nichts dabei gedacht, sondern die haben es einfach gefühlt. Und ich bin aber jetzt jemand, der das halt nicht fühlt. So diese Vibes, die docken nicht an. Das ist wahrscheinlich was für Menschen, wo die Vibes andocken. Ja. Keine Ahnung. Es kann ja auch einfach psychische Manipulation sein, die so denken, okay, eine feine Praline und so, und dann essen das die feinen Leute und denken sich, was Feines, was ganz Feines, aber nichts für den Schänder.